Man kommt nach Hause, das Fenster ist aufgebrochen, die Terrassentür ist aufgebrochen, die ganze Wohnung, das ganze Haus ist durchwühlt, alle Wertsachen sind weg, der Schmuck ist weg, die Uhrensammlung ist weg. Holy shit! Was kann man tun? Was kann man vorher tun? Was kann man nachher tun? Wie geht man am besten aktiv, proaktiv mit einer solchen Situation um? Darum soll es in diesem Video gehen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, nachdem mein letztes Video eher spaßig war, soll es heute um eine wirklich sehr ernste Sache gehen, denn sind wir mal ganz ehrlich, jeder, der Uhren sammelt und sich mit Wertsachen beschäftigt, hat irgendwo im Hinterkopf immer die Angst, es kommt einer, den man nicht in seiner Wohnung haben möchte, der räumt die Wertsachen aus, die Sammlung ist hin. Man hat neben dem Ärger, dem Frust und vielleicht auch den damit verbundenen Ängsten einen materiellen oder einen immateriellen Schaden. Und wie kann ich damit im Vorfeld am besten umgehen? Das ist mein Thema heute. Ich möchte das Ganze in fünf Bereiche aufgliedern. Die fünf Schritte zur Absicherung, die ich mir überlegt habe, sind erstens das Risiko bewerten, zweitens das Risiko verteilen, drittens das Risiko vermeiden, viertens das Risiko verringern und fünftens, wenn es trotzdem zum Schadensfall gekommen ist, den Schaden zu begrenzen und so minimal wie möglich zu halten. Ganz am Ende gibt es da noch ein Bonbon, ein Extra, was in keine dieser fünf Kategorien so richtig reinpasst, ich aber trotzdem sehr interessant fand. Ja, beim Bewerten des Risikos, das ist so der Punkt, der wohl am leichtesten von allem ist, der aber eine gewisse Regelmäßigkeit erfordert. Man schaut sich die Sammlung an, meine Sammlung, eure Sammlung, Sammlung von Freunden. Vielleicht ist es auch sinnvoll, eine dritte Meinung dazu einzuholen. Was ist der aktuelle Wert meiner Sammlung? Und das ist aus zwei Aspekten interessant, oder sogar noch mehr Aspekten als zwei. Zum einen kann ich nicht immer den Zeitwert nehmen zur Anschaffung. Wenn ich der Erstbesitzer einer vierstelligen Referenz einer Rolex Submariner bin, dann ist es vielleicht nicht besonders ratsam, den damaligen Einkaufspreis zu nehmen, sondern sich mal über den aktuellen Marktpreis zu informieren. Ebenso gibt es Uhren, die extrem an Wert verlieren. Schon wenn man beim Juwelier aus der Tür rausgeht, ist die Uhr 20, 30, 40% weniger wert. Auch das kann man natürlich in der Sammlung berücksichtigen. Der Wert der Sammlung ist aus zwei Aspekten interessant. Zum einen wegen dem Betrag, den man gegebenenfalls von der Versicherung bekommt im Schadensfall. Und auch zur Auslotung, bin ich noch ausreichend versichert? Wie ist die Höchstgrenze meiner Hausrat- oder meiner anderen Versicherung? Insofern ist es gut und wichtig, den Wert der Sammlung einigermaßen konkret beurteilen zu können. Und da viele von uns keinen festen Bestand haben, sondern Uhren gehen, Uhren kommen dazu, der Wert der Sammlung baut sich vielleicht über die Jahre langsam auf oder wenn ein gewisser Sättigungsgrad da ist, wird reduziert, ist es auch sinnvoll, diesen Bestand und den Wert in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und gegebenenfalls mit der Versicherung neu zu vereinbaren und auch den Versicherungswert erneut zu überprüfen. Ein zweiter Aspekt, den ich persönlich sehr wichtig finde, das sind Uhren, die mir emotional viel bedeuten, aber keinen materiellen Wert haben. Das heißt, sollte hier ein Schaden eintreten, dann lässt sich der Schaden für mich zumindest nicht sinnvoll begrenzen. Das, was weg ist, lässt sich nicht wiederherstellen. Erbstücke, Uhren, die ich von Freunden geschenkt bekommen habe, an denen besondere Erinnerungen hängen. Was an diesem Punkt weg ist, ist weg. Insofern ist hier eine proaktive und eine präventive Umgehensweise mit diesem Thema vielleicht noch wichtiger als die Frage der Versicherung, die ja erst im Nachhinein eintritt. Und als dritten Punkt, den man bedenken sollte, hat man gegebenenfalls fremde Uhren zu Hause. Sei es, dass man sie sich geliehen hat, wie ich, um ein Video zu machen, oder aber mal zur Ansicht bekommen hat von einem Uhrenfreund. Vielleicht hat man eine Uhr da, wo ein Kollege gebeten hat, kannst du mir das Band mal kürzen? Und auch hier sollte man immer im Kopf haben, dass das auch ein gewisses Risiko darstellt, wenn es denn tatsächlich zum Schadensfall kommt. So, der
Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Verteilen des Risikos. Ich meine, für den Einbrecher und den Dieb ist es am einfachsten, wenn ich alles an einem Platz habe, schön sichtbar auf dem Tisch, nehme mit und gehe. Dann geht vielleicht weniger andere Sachen kaputt, aber es ist die gesamte Sammlung auf einmal weg. Insofern kann man sich durchaus überlegen, dieses Risiko zu verteilen. Die vielleicht am wenigsten effektivste, aber einfachste Art ist, die Uhren in unterschiedlichen Zimmern der gleichen Wohnung oder des gleichen Hauses aufzubewahren. Es ist ein minimaler Schutz, aber vielleicht bleibt ja dann doch die ein oder andere Uhr da, wenn dem Dieb und dem Einbrecher die Zeit ausgeht und er schnell wieder aus dem Haus raus muss. Sinnvoller ist es, die Uhren gegebenenfalls räumlich zu trennen. Man kann sie in ein Bankschließfach tun. Zum Bankschließfach sage ich aber später noch etwas, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was die Versicherung von Wertsachen, Uhren und anderen Sachen im Bankschließfach betrifft. Also dazu kommt noch etwas. Ich kann sie gegebenenfalls auch auf meiner Arbeitsstätte deponieren, vorausgesetzt, dass diese entsprechend gesichert ist und auch verschließbare Schränke und gesicherte Schränke dort vorhanden sind. Man könnte die Sammlung theoretisch auch bei seinen Eltern platzieren. Im Prinzip alles, was die Sammlung trennt, vermeidet den Totalverlust im Schadensfalle. Die Kehrseite der Medaille ist, ich habe auch nie den Zugriff auf meine gesamte Sammlung. Wenn immer ich eine Uhr möchte und sie ist an einem anderen Platz, muss ich hinfahren, holen, tauschen. Einen kleinen Tod wird man einfach sterben müssen. Entweder habe ich das volle Risiko oder den vollen Zugriff auf die Sammlung. Beides gleichzeitig wird sich wahrscheinlich nicht so einfach machen lassen. Zum Bankschließfach. Bankschließfächer vermitteln erst einmal das Gefühl der Sicherheit. Eine Bank gilt als relativ sicherer Ort. Ob vertrauenswürdig, darüber können wir diskutieren, aber sie gilt zunächst einmal als relativ sicher. Was kaum jemand weiß, ist, dass die Schließfächer selber teilweise gar nicht, teilweise sehr unterschiedlich versichert sind. Also der Inhalt dessen. Das liegt zum einen daran, dass das Schließfach als solches in einer abgesicherten Umgebung ist, zum anderen aber auch daran, dass die Banken nicht wissen können, dürfen und wollen, was genau in dem Schließfach drin ist, sodass es im Schadensfall schwierig wird nachzuweisen, wie hoch der Schaden tatsächlich war. Denn wer ein Schließfach hat, kennt das wahrscheinlich, der Mitarbeiter der Bank geht weg, bevor ich das Schließfach selber öffne und auf den Inhalt Zugriff habe. Insofern ist es sehr ratsam, sich mit den Versicherungsbedingungen und den Versicherungshöchstgrenzen der Bank auseinanderzusetzen. Ich blende euch hier einmal ein paar Informationen ein, die ich gefunden habe, ohne die Bank zu nennen. Ich möchte also keine Werbung für einzelne Banken machen, sondern nur für das Thema sensibilisieren. Teilweise könnt ihr bei den Banken zusätzlich versichern. Ob es Drittanbieter gibt, weiß ich nicht, aber auch da wird jeder Versicherungsmakler mit Sicherheit qualifiziert Auskunft zu geben können. Kommen wir zum dritten Punkt meiner Strategie. Risiko vermeiden. Das ist einfach gesagt, aber manchmal gar nicht so leicht umzusetzen. In Foren, auf YouTube und in anderen sozialen Medien kommt es relativ schnell vor, dass man mal ein Bild gepostet hat bei einem Unboxing, wo die komplette Adresse draufsteht, dass man im Klarnamen etwas schreibt, weil man auf dem Schreibtisch etwas rumliegen hat. Alles das sind Sachen, die es natürlich Einbrechern und Dieben erleichtern, euch zu finden, wenn sie, und das ist der zweite Punkt, das Gefühl haben, dass es sich lohnt, bei euch vorbeizuschauen. Insofern, ihr könnt das Risiko deutlich reduzieren und vermeiden, indem ihr möglichst keine persönlichen Daten rausgebt und auch darauf achtet, dass der Gesamtwert eurer Sammlung, der gesamte Umfang nicht allzu stark präsentiert wird und in den Vordergrund gerückt wird, denn das kann euch zu einem attraktiven Angriffsziel für Einbrecher und Diebe machen. Ein letzter Punkt zur Risikovermeidungsstrategie ist, darüber nachzudenken, welche Uhren ich mit auf Reisen nehme. Die üblichen Schranktresore und Zimmersafes in Hotels, da frage ich mich eigentlich immer, warum ist da kein Henkel dran, dann kann ein Dieb sie leichter wegtragen. Die sind in meinen Augen nichts, aber auch wirklich nichts, was Sicherheit vermittelt. Für mich ist es im Hotel immer nur ein Platz, wo ich Sachen hinlege,
die ich schnell wiederfinden muss und nicht in dem Kürmel des üblichen Zimmers suchen muss. Nichts anderes. Manche Versicherungen schließen Uhren, die man auf Reisen dabei hat, in ihre Hausrat und andere Sachen ein. Andere schließen sie aus. Es gibt Zusatzversicherungen. Schaut es euch an. Grundsätzlich gilt, wenn ich unterwegs bin und in einem Zimmer, zu dem auch andere Zutritt haben, sei es Reinigungspersonal oder der Vermieter, wenn es eine Ferienwohnung ist, alles das ist weniger sicher als zu Hause und es sollte sich gut überlegt werden, welche Uhren man mitnimmt und wie hoch man selber das Risiko bewertet und was man selber bereit ist, auch ein Risiko einzugehen. Kommen wir zu Punkt 4. Risiko verringern. Dazu fällt mir eigentlich nur ein, dass man das Risiko verringern kann, indem man sich zu Hause selber einen Tresor hinsetzt. Für manche Versicherungen ist das eine Voraussetzung, um über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus zu versichern. Es hat vielleicht auch Auswirkungen auf die Prämie, dass man etwas weniger zahlt, wenn man selber für Sicherheit sorgt. Dafür muss man dann aber in einen entsprechenden Tresor investieren. Diese Tresore gibt es in unterschiedlichsten Sicherheitsklassen. Es gibt sie feuerfest, wasserdicht. Es gibt unterschiedliche Einbruchswiderstandsklassen. Es gibt Tresore, die sind steinschwer. Es gibt Tresore, die haben Wandanker, werden in der Wand verankert. Es gibt Tresore, die werden eingemauert. Letztendlich ist es eine Frage, was ihr investieren wollt, wie viel Platz ihr habt, wo ihr sie hinstellen wollt und auch was die Versicherung gegebenenfalls erwartet, was ihr dort tun müsst. Es gibt dann auch darüber hinaus noch Tresore, Uhrtresore mit einem Tresorfach, mit einem Uhrenbeweger, mit einer Mikrowelle. Nee, Moment, Mikrowelle war was anderes. Mit einem Humidor für Zigarren. Die sehen dann aus wie ein Möbelstück. Wirklich fein gemachte Sachen. Aber ganz ehrlich, ich investiere das Geld dann lieber in einen Mittelklassewagen als in einen solchen Tresor. Ob ihr das tun möchtet, ist letztendlich eine Frage des Wertes eurer Sammlung und eures persönlichen Schutzbedürfnisses. Kommen wir zu Punkt 5 einer Strategie, die Begrenzung des Schadens. Ihr habt die Uhren verteilt, ihr habt euch nicht zu erkennen gegeben, ihr habt alles getan, was man im Vorfeld tun kann und trotzdem ist die gesamte oder ein Teil der Sammlung weg. Der Schaden ist entstanden. Wie gehe ich damit am besten um? Wer bezahlt ihn? An diesem Punkt ein ganz klarer Hinweis von mir. Ich rede über meine persönlichen Erfahrungen und meine Meinung. Ich bin kein Versicherungsfachmann und ich mache auch keine Versicherungsberatung. Ich möchte lediglich dafür sensibilisieren, wo man gegebenenfalls ein Auge drauf haben sollte, was man nachlesen sollte und mit seinem speziellen Versicherungsvertreter besprechen sollte. Das Gute vorab. Das Oberlandesgericht Köln hat im November 2011 entschieden, dass Uhren nicht grundsätzlich und per se Schmuck sind, sondern Hausrat. Wir lassen mal Vollgolduhren, Vollplatinuhren und solche Sachen außen vor, aber normale Armbanduhren sind, unabhängig vom Wert der Uhr, nicht a priori Schmuck und damit über die Hausratversicherung abgedeckt. Das kann aber auch einen negativen Einfluss haben, nämlich dann, wenn ihr sehr viele Uhren habt und der Wert eurer Sammlung sehr hoch ist. Hier haben wir wieder die Interaktion mit Punkt 1, Bewertung der Sammlung, ist für die Versicherung sehr wichtig. Denn wenn ihr zu viel Hausratswert habt und der kann durch eine große Uhrensammlung durchaus nach oben gedrückt werden, kann es sein, dass ihr einen wertigeren Hausrat habt, als die Versicherungssumme eurer Hausratspolice ausweist. Das kann schlimmstenfalls dazu führen, dass die Versicherung nicht vollständig oder bestimmte Sachen nicht zahlen im Schadensfall. Es ist sinnvoll, das abzuklären und die Versicherungssumme auch regelmäßig anzupassen oder aber gegebenenfalls zu vereinbaren, dass bestimmte Sachen aus der Versicherung herausgenommen werden. Schaut es euch an, damit ihr im Fall der Fälle wirklich auch den gesamten Schaden ersetzt bekommt und nicht durch eine Nachlässigkeit im Vorfeld auf einem Teil des Schadens sitzen bleibt. Denn Ärger und Frust habt ihr sowieso. Über die Hausratsversicherung hinaus gibt es noch die Möglichkeit, echte Wertversicherungen abzuschließen. Für Schmuck, für extrem teure Uhren. Hier kann man überlegen, ob man eventuell eine Einzeluhr oder einen Teil der Sammlung separat versichert. Es kann aber sein, dass die Versicherung dann auch zusätzliche Sicherungsmechanismen verlangt, wie zum Beispiel einen Tresor einer bestimmten Schutzklasse und solche Sachen. Wie gesagt,
keine Beratung, keine absolute Aussage, das ist gut, das ist schlecht, nur der Hinweis, klärt es ab, wenn ihr meint, dass eure Uhrensammlung einen solchen Schutz und eine solche Absicherung benötigt. Zum Thema Versicherung von Bankschließfächern habe ich ja schon was gesagt. Ja, ich habe euch ja versprochen, es gibt noch ein Bonbon am Ende. Vorher noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn ihr meinen Kanal mögt, abonniert ihn, macht die Glocke an, Daumen nach oben. Das hilft mir bei YouTube und ihr verpasst auch zukünftig keins meiner Videos mehr. Aber jetzt zu dem letzten Bonbon, was ich euch sagen wollte. Bei der Recherche über Versicherungen, Uhren absichern und das ganze Thema bin ich auf eine Sache gestoßen, die die Basler Versicherung angeboten hat, wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin, wie da der aktuelle Stand ist, denn auf einer Schweizer Webseite konnte ich die Versicherung berechnen, auf einer deutschen Webseite gibt es das nicht mehr, insofern ist das Ganze mit Vorbehalt. Die Basler bietet an eine Uhrenversicherung, die sich nicht auf Raub, also gewaltsamen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl in einem gesicherten Zuhause bezieht, sondern auf Trickdiebstahl aus der Tasche, vom Arm. Sie versichert sogar gegen Beschädigungen und all diese Sachen. Und das Ganze lässt sich online abschließen. Ich zeige euch das übrigens hier im Video durch relativ simple Eingaben. Welche Uhr, wie alt, welches Modell, welcher Preis. Und schon wirft dieses Online-Tool eine Versicherungsprämie aus. Es soll auch eine App geben, für iOS habe ich die aber nicht gefunden, Android habe ich nicht, darum kann ich das nicht nachschauen. Aber ich kann zumindest sagen, dass ich persönlich die Prämie doch sehr ambitioniert finde, wenn ich mir das Modell anschaue, was ich als Beispiel genommen habe, den Sinn EZM3, in dem Alter, in dem ich ihn habe, schätze ich den Preis irgendwo zwischen 1100 und 1250 Euro ein. Dafür eine Versicherungsprämie pro Jahr von über 70 Euro umgerechnet oder aber 100, 150 Euro, wenn es über einen längeren Zeitraum geht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, persönlich bewerte ich das Risiko für eine Uhr, die ich am Arm trage, deutlich geringer und würde diese Prämie nicht bezahlen. Ihr mögt das anders sehen, ich wollte euch nur auf diesen Punkt hinweisen. Ja, wenn ich jetzt den einen oder anderen für das Thema sensibilisieren konnte, vielleicht einen Tipp geben, an den ihr noch nicht gedacht habt, einen Schadensfall zu verhindern geholfen habe oder aber einen eingetretenen Schaden geholfen habe zu verringern, würde mich das sehr freuen. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.